Hallo und willkommen zurück zu Trails into Reverie. Ja, letzte Folge haben wir mit Rian Akt 1 abgeschlossen. Und tatsächlich gibt es noch eine dritte Route. Oh nein, ich weiß schon, wer das ist. Also ich weiß nicht, wer es ist, aber ich weiß, wer es ist. Ihr versteht, was ich meine, oder? Den Typen kenne ich aus dem Fernsehen. Also aus dem Video, was wir letzte Folge gesehen haben. Und ich bin mir dann aber doch noch nicht hundertprozentig sicher. Doch eigentlich schon. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber der Typ, den wir in der Geofront gesehen haben, als wir da den Bossgegner mit Lloyd besiegt haben, und der Typ vom Video, die sahen sich schon ein bisschen ähnlich und die sehen auch so aus wie der Typ hier. Spielen wir die Imperial Liberation Front? Das wäre mal eine krasse Sache. Also das würde mich wirklich sehr reizen. Unter einer Bedingung. Hoffentlich hat Crow nichts damit zu tun. Spielen wir die Fragezeichen-Route im Fragezeichen. Das ist Ymir, würde ich sagen. Den Mond kenne ich. Berge. Stop right there! Hand over the case. Oder es war Crossbill. Hä? Who are you? Was? You're not bandits, are you? Are you going to hurt me? Moment mal, ich muss das mal stoppen. Das war gerade IDF, also Imperial Defense Force. Also, das sind doch jetzt die Jungs von Rufus, oder? Ich hätte mehr aufpassen müssen. Auf jeden Fall, dieses einsame, wehrlose, unschuldige Mädchen dort wird gerade von den Soldaten aufgehalten. Und ich vermute mal, sie ist gar nicht so wehrlos, oder? Enough! Do as you're told! But that's mine! Check the contents! Okay, sie... Die Soldaten haben Angst, dass sie was schmuggelt, aber es ist nur ein Teddy. Did we get the wrong person? Haben wir die falsche erwischt? That's not just a stuffed animal, silly. Oh nein, die! Oh Gott! Ich erinnere mich dran, die war total creepy. Und ihr seht es auch. Enforcer Nummer 9. Ouroboros kommt ins Spiel. Das wäre natürlich geil, wenn wir Ouroboros spielen würden. Werden wir natürlich nicht, aber naja. Ich habe ihren Namen nicht mehr auf dem Schirm. Mal sehen, ob er noch gleich eingeblendet wird. Aber sie hatte so Puppen dabei und konnte die... war halt so eine Marionettenspielerin im Kampf. Hieß sie nicht auch so ähnlich? Special ones. What the... You set us up. Du hast uns eine Falle gestellt. Okay, da kommt noch Unterstützung. Nice job, S. Nice job, S. Ich kenne S nicht. Ich kenne S nur... aus dem Buch. Es war doch ganz am Anfang, habe ich euch mal erzählt, wie ihr die Sachen nachschauen könnt, was so in Vorgängerspielen passiert ist. Und da war erstaunlicherweise ja nicht nur Trails of Cold Steel 1 bis 4 und die beiden Crossbill-Spiele, sondern da war auch nochmal das Buch 7 and 9 nachzulesen. Kleine Anmerkung noch. Immer wenn ich sage 7 and 9, meine ich natürlich 3 and 9.
Wir sind hier schließlich nicht bei Star Trek. Und wo ich jetzt hier gerade S lese, ist das der Seven aus. Aus. Ja, Seven. Nein, natürlich. Sie ist die 9. Er ist Seven. Und ich dachte immer. Ah. Ich dachte immer, jemand anders wäre 9 gewesen. Naja, gut. Nee, habe ich mich geirrt. Habe ich mich total geirrt. Macht aber nichts. Jetzt ist die Aufklärung da. Wir sehen hier Seven and Nine in Aktion. There's another one. They're down to 3. Let's get them down to none. Okay. Oh, okay, wir können sie spielen. Wie geil ist das denn? Oh, ich liebe das. Oh, wir können Seven and Nine spielen. Wir haben erstmal natürlich super neue Charaktere, den man noch gar nicht so weiß, was sie können und so. Und dann kennt man die aber auch schon aus dem Buch. Das sind so quasi Promis für mich. Also okay, ich habe das Buch nicht gelesen, aber so ein bisschen. Ich habe es überflogen. Also ich weiß schon ein bisschen, worum es geht. Ja. Krass, was kannst du denn für Crafts? Also sind ja beide quasi, könnte man sagen, Auftragsmörder. Mark 100% für 3 Turns kenne ich. Gibt es einen Effekt Mark? Haben wir das schon jemals irgendwo gehabt? Nein. Er kann die markieren. Und dann kann sie bestimmt tolle Sachen machen. Sie sind bestimmt ein gutes Team. Mach das mal. Area S, er trifft trotzdem 2. Wir sind auch schon mit 13.000 Hitpoints ausgestattet, also rund Level 100 wahrscheinlich. So, jetzt sind sie markiert. Kannst du da was mit anfangen? Nightmare Burn? Nee. Nadjas Special. Oh, ja stimmt. Das wurde ja noch in dem Roman ganz letzte Seite so ungefähr aufgeklärt, dass sie Nadja heißt und sein Name wurde natürlich auch gesagt. Ich habe ihn aber wieder vergessen. Schade, dass es jetzt hier so durch diese S-Craft geklärt wird und nicht irgendwie durch einen Dialog. Will ich mir das jetzt endlich? Ich will mir jetzt die S-Craft nicht angucken. Wir haben auch ein kleines Problem da mit Zero Craft und was da alles die Gegner auf uns schmeißen können. Zero Cannon. Sie ist hier die Magierin von uns. Order gibt's keine. Es gäbe schon welche. Shadow Step. Minus 50% Delay. Das ist sehr schön für 2 BP. Kann man machen. Kurt ist ja besser mit minus 70% Delay. Aber dann auch nur für 4 Runden. Und ja, kostet auch 1 WP mehr. Fanciful Spell, EP-Kosten reduziert. Also sie ist hier unsere Magierin. Und dann war das nämlich doch nicht die... also ich habe mich mehrfach geirrt. Also... erstmal dachte ich ja, als ich 7 and 9 gelesen habe, Sharon wäre 9. Das war ja schon mal falsch. Dann dachte ich hier, als jetzt Nadja aufgetaucht ist, das wäre die Puppenspielerin von Ouroboros aus Trails of Cold Steel, die aber glaube ich auch in Cosplay schon mitgespielt hat. Ah ja, egal, ich halte am besten meine Klappe, wenn ich keine Ahnung habe. Nee, ich wollte jetzt... Das ist alles doof. Ich will die Zero Crafter halt gerne haben, aber ich... Doch, wenn ich Arts mache, könnte ich einen S-Break machen, aber... Ja... Komm, wir gucken uns das mal an. Oh, das ist wenig. Nee. Komm, wir machen eine Craft. Ist mir jetzt egal. Are you ready? Bye. Now. Einschläfern hat schon mal geklappt.
Und er wurde durch den Combo-Angriff auch nicht geweckt. Nurse Nadia's here. Und jetzt kommt leider Zero Craft. Okay. Er pennt noch. So. Da kommt gleich ein bisschen Heilung ins Spiel. Ich nehme auch mal ein bisschen Heilung mit. Die sind unterschiedlich, haben unterschiedliche Resistenzen. Der hat keine Schwäche gegen Feuer. Dann war auch Zero BP, das wäre natürlich auch ganz geil. Aber das kriege ich so nicht. Nee, ist egal. Wir kriegen ein bisschen umsonst Heilung. Kannst du das Zero BP noch irgendwie organisieren für uns? Nee. Kannst uns heilen, aber kommt das noch rechtzeitig? Ja, mach sicherheitshalber mal. Ah, die halten gut was aus, das werde ich ein bisschen brauchen. Guardbreak. Heilung kommt durch. Aber die Gegner sind trotzdem immer noch wieder dran und alle davon. Ah ne, wir sind doch noch erstmal dran. Okay. Ja. Das ist nur für einen. Und was bringt dieses Mark? Mal gucken, ist das hier irgendwo erwähnt? Also bei den Statuseffekten rechts unten sehe ich es nicht. Ich will jetzt mal wissen, wie viel Schaden wir damit anrichten. Boah, die haben 60.000 Hitpoints. Sehr gut, 10.000. Das machen andere Leute mit ihrer S-Craft. Kannst du impeden? Ja. So, und jetzt haben wir schon mal 3 BP. Jetzt können wir schon mal gleich eine Order anschmeißen. Und dann nehmen wir den Delay. Ready? So, du müsstest dich mal so ein bisschen heilen, wäre ganz gut. Ist danach ja direkt wieder dran. Und jetzt will ich mir doch mal die S-Craft anschauen. Three of Swords. Einfach nochmal ein Impede. Oder kannst du da welche ausschalten? Ja, da könntest du auch jemanden breaken. Ein Impede wäre noch Zeit, aber Seven wird den Impede nicht machen können ohne CP. Ready? 50% Heilung gleich. Die hätte ich gern für mich.
Arcus, activate! Take that! There! It's me! Ihr beiden steht so schön zusammen. Mal sehen, falls er noch lebt, geht der Zauber auf den. Wenn er nicht mehr lebt, geht der Zauber ja automatisch auf jemand anderen. Tausend Schaden jeweils mit dem Zauber. Okay. So, jetzt könntest du wirklich Heilung vertragen. Die einfachen Heiltränke sind nicht so teuer. Kann ich mir ruhig mal schnabulieren. It's me. So, und jetzt können wir nochmal Shadow Step machen. Nein, lohnt sich eigentlich nicht. Ne, einen Gegner haben wir noch. Aber der hat natürlich noch viele Hitpoints. Mana. Da ist er bei 100% und da ist er auch bei 100%. Und wer weiß, was uns noch so an Kämpfen erwartet. Jetzt also ruhig vorsichtig mal ein bisschen CP horten. Und BP. Und wir machen auch so mit normalen Angriffen geile Schaden. Das ist schon krass. It's me. Bisschen Heilung. Ah. Ah. Delay 26 und er ist direkt nochmal wieder dran. Keep at it. On it. Oh. 92 schaffst du, ne, wenn du triffst. Sehr geil. Oh, da bin ich mal gespannt. Erster Eindruck ist auf jeden Fall super von den beiden. Svin, genau, so hieß er. So, Level 104 sind die bereits. Master Quarze, Altair, Vega, Talisman. Frag mich jetzt nicht, wer was kann. 6-mal Unmaterial, können wir gleich die Waffen von denen vielleicht upgraden. Und ich bin echt gespannt, zu welcher Fraktion die gehören. Gehören die überhaupt zu Ouroboros? Nee, ne? Weil das ist ja Seven of Swords. Er ist ja nicht Enforcer Number 7. Naja, du hättest gar nicht richtiger liegen können bei der Abschätzung, dass sie sich ganz dir zu wenden. Ich frage mich, ob sie dich überhaupt bemerkt hätten, wenn du nicht was gesagt hättest. Aber dadurch werden wir einfach das perfekteste Team auf der ganzen weiten Welt. Svin Abel. Nadja Rain. Still,
They were clearly well trained. Trotzdem waren sie eindeutig gut trainiert. I thought we'd be in the clear once we reached the Empire, but guess not. Ich dachte, uns kann nichts mehr passieren, sobald wir erstmal im Kaiserreich sind. Aber das, dem war wohl nicht so. Okay, die sind also nicht aus dem Kaiserreich. Wo können die denn dann herkommen? Ja, von überall. Also, sie kommen nicht aus Crossbell, werden sie nicht sein. Sie werden nicht aus dem Kaiserreich sein. Aus irgendwelchen umliegenden Ländern können sie halt sein. Und das heißt, diese Leute hier waren jetzt ganz normale Soldaten aus dem Kaiserreich? Fragezeichen. At least they were dumb enough to make it obvious what they were after. Zumindest waren sie doof genug, es ganz offensichtlich zu zeigen, worauf sie es abgesehen hatten. The case, yeah. Ja, den Koffer. What do you think's inside? Was glaubst du, ist wohl drin? I don't know, but whatever it is, it's a big deal. Keine Ahnung, aber was auch immer da drin ist, es ist eine ganz große Sache. He was pretty adamant about keeping it secret. Er war ziemlich hartnäckig, es geheim zu halten. Ihr habt ihn nicht gefoltert, oder? Would have been easier to have the guild transport it if it was something normal. Es wäre leichter gewesen, wenn die Gilde es transportiert hätte, wenn es was Normales gewesen wäre. Die Gilde? Die Bracer-Gilde? Yeah. And as long as it's in our hands, I don't want to let him down. Ja. Und jetzt, wo der Koffer in unseren Händen ist, möchte ich ja entweder ihn auch nicht mehr aus der Hand geben oder ihn im Stich lassen. Je nachdem, was gemeint ist. Meint er jetzt den Koffer oder meint er eine andere Person, einen Auftraggeber? Also, wahrscheinlich meint er den Koffer, dass er den jetzt also einfach behalten will. Me either. He's been real good to us. Naja, okay, es ging doch um den Typen. Nein, ich möchte ihn auch nicht im Stich lassen. Er war wirklich sehr gut zu uns. Ach, bei der Haarspange hat sie auch nochmal so ein bisschen so einen neuen, ne? Problem is how we're going to deliver it with nothing but some cryptic riddle to tell us where to go. Das Problem ist aber folgendes. Wie liefern wir den Koffer aus, wo wir doch nur ein kryptisches Rätsel haben, wo wir hin müssen? We'll figure it out eventually. No need to stress ourselves out over it. Irgendwann kriegen wir das raus. Kein Grund, sich deswegen unnötig zu stressen. Swind ist wirklich so der überlegte Typ, so ein bisschen so wie Rean und Lloyd. Und sie ist halt so mehr laissez-faire, also egal. Kommt Zeit, kommt Rat. Gutes Team. Yes. Well, we should get moving. We might have more of those guys hot on our tail. Ja, kann gut sein, aber wir müssen los. Vielleicht werden wir noch von weiteren dieser Leute verfolgt. Sure, but before we address the real problem on our hands. Klar, aber bevor wir das wahre Problem an unseren, also was auf der Hand liegt, angehen. I'm tired. I don't want to walk anymore. Ich bin müde. Ich will keinen Schritt mehr gehen. You can carry me, right? Pretty please. Du kannst mich doch tragen, oder? Bitte, bitte, bitte. I am not doing that. Auf gar keinen Fall. You're always so mean to me. So very mean. Du bist immer so gemein zu mir. Stop whining and walk. And give me the case. I'll carry it. Hör auf rumzujammern und geh. Und gib mir den Koffer, den trage ich. And here was your chance to be a gentleman. Someone needs to step up. Koffer hat sogar Rollen. Ja,
Das Angebot mache ich. Moment, stopp mal, ich will noch weiter erzählen. So ein Angebot mache ich Leuten auch immer gerne, den Rollkoffer für die zu ziehen. Ja. Also, Nadja sagte eben noch, das wäre jetzt mal eine Gelegenheit für Sven gewesen, den Gentleman raushängen zu lassen. Aber sie. Man sieht ja schon, wie es Nadja macht. Sie versucht immer, die Leute um den Finger zu wickeln, damit andere Leute was für sie erledigen, damit sie Informationen bekommt, damit sie mit ihrem unschuldigen Blick überall durchkommt. Da, die ist schon durchtrieben und sehr clever. Und er hat sich schon dran gewöhnt. Whatever you say, Nadja, also... Der kennt diese ganzen Sprüche von ihr schon. Abend der Begegnungen. Nadja. I know. Ich weiß. Oh, das ist hier Black Workshop. Überwachungskugel. Und natürlich auch ein... eine Combat Shell. I don't think it's an archaism. Ich glaube nicht, dass es ein Archaismus ist. What is with this thing? Was ist denn mit dem los? Ich mache überhaupt kein Damage. Looks like it's manufactured out of some special material, but that's all I got. Scheint aus speziellem Material gefertigt zu sein. Ich muss trotzdem noch mal kurz unterbrechen. Also, Black Workshop kämpft auf jeden Fall gegen Nadja und Sven. Das heißt, Nadja und Sven scheinen schon mal auf der richtigen Seite zu stehen. The core can't be damaged unless you first prioritize the joints. Und das ist dann wohl unser neuer oder alter C, man weiß es nicht. Der Kern kann nicht beschädigt werden. Ihr müsst euch zunächst auf die Gelenke konzentrieren. Okay. Ich habe eben also schon wieder was Falsches gesagt. Der Black Workshop bekämpft gar nicht Nadja und Sven, sondern der Black Workshop trainiert Nadja und Sven. So that's how it works. So läuft das also. Who's the Snoop? Someone with suspicious written all over him. Ja. Da steht jemand, der das Wort verdächtig auf seiner Stirn stehen hat. But we'll just have to trust him for now. Wir müssen ihm aber erstmal vertrauen. What excellent spirit. So, jetzt werden uns die Twin Blades von Sven erklärt. Er kann seine Gegner damit markieren. Feinde, die markiert wurden, kriegen das nächste Mal garantiert einen kritischen Hit, wenn Sven wieder angreift. Okay, das ist gut. Jedes Mal, wenn Sven einen Feind schlägt, entweder mit einem normalen Angriff oder mit einer Craft, hat er die Chance, sie zu markieren. Wenn Sven einen markierten Feind trifft, wird es garantiert ein kritischer Hit. Aber durch diesen kritischen Hit wird die Markierung dann auch aufgehoben. Und Treffer mit Arts oder mit Gegenständen oder mit Countern, Folgeangriffen und sowas alles, das löst den kritischen Hit nicht aus. Okay. Wir haben 5 BP. Oh, Dings hier. C steht noch auf unserer Seite. 30% Crit Chance, Cast Time. Immer Shadow Step. Part through. Shadow Step! On it.
So, wir müssen ihn markieren, dann treffen wir danach kritisch und so. It's me. Mal sehen. Achso, hat er 100% gegen alles von den normalen Elementen. Ja. Ich will trotzdem mal wissen, wie viel Schaden der Feuerzauber. Ah, oder warte mal, ist das so klug? Sollen wir uns besser schützen? Oder stärken? Hm, wir haben noch einen Stärke-Buff ein bisschen. Rest ist viel zu kurz. Ne, mach mal. So. Soulblur ist der Gegner schwach. Kein Support-Zauber. Crafts hast du Soul Eater und Renegade Edge. Das sieht mir ganz und gar nicht nach Crow aus, aber Crow kann sich natürlich weiterentwickelt haben. Das war ja auch so, Crow kämpft ja eigentlich auch mit Schusswaffen, als sie unterwegs war, hat er mit Schwertern gekämpft und so. Ich will mal die S-Craft von ihm sehen. War nicht so doll. Also war normal. Der Zauber 14.500, weil er auch kritisch getroffen hat. Normale Angriffe haben eine 50%ige Chance, durch also eine Markierung auszulösen. Bei Crafts ist die Chance höher. Jetzt greifen wir einen markierten Feind mit Zwin an, um die Mechanik selbst zu sehen. Ja. Dann haben wir Power S und da wir jetzt auf jeden Fall kritisch treffen und Recovery Time Bonus haben und sowas, lohnt sich das schon, die 60 CP jetzt nochmal auszugeben. 100 wären natürlich noch besser gewesen, aber naja. Kritischer Treffer bedeutet natürlich auch, dass wir einen BP bekommen. Mit einem Assist. Oh Gott. Wurde irgendwie ausgesaugt. Ich glaube, EP wurden ihm abgesaugt. Ja, was machen wir mit dir jetzt? Der Zauber war sehr gut. Brauchen wir Support irgendwie? Nee. Vanguard. Tja. On it. So, jetzt können wir gerade aber nicht mehr markieren. Ah, doch. Buffing. Ja. Ah, diesmal nur 11.000, war nicht kritisch. How shall we play? Mach nochmal Shadow Step, da weiß ich, was ich bekomme. How shall we play? So, Mana wird jetzt ein bisschen knapper bei ihr. Aber danach kann sie halt irgendwann mal ihre S-Craft machen.
take care of it. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, was das Soul Blur für Damage gemacht hat. Arcus, activate! Ready? Ich muss das so mit dem Zauber machen, damit ich diesen Crit halt erwische, ist klar. Also, dass Sven jetzt keinen Angriff macht. Jetzt hat unser Gegner eventuell diesen Crit bekommen. So, bist du noch markiert? Ja. You're down. You're up. It's me. Ich will ihre CP noch mal auf 200 bringen. Noch nicht gebrochen. Aber jetzt vielleicht. Ready? Target locked. Ja, jetzt werde ich ihre S-Craft aber doch nicht machen, weil... Oder doch? Ja, noch 70.000. Calvard? Habe ich da gerade Französisch gehört? Ah, oh, 18.000 nur. Ready? Achso, genau, sie ist ja nicht gelinkt mit einem von uns. Deshalb ist da kein Bonusschlag, deshalb auch keine BP. Obwohl, ist egal. Wenn er jetzt umkippt, wahrscheinlich wird das überleben. 6000 macht der Gegner nicht so einfach. Und sonst kann man ihn ja wiederbeleben. Der verliert nur 50 CP, ist jetzt nicht die Welt. Verliert nur 30 CP, ist nicht die Welt. They're down. Now Nadia. Yep. Na, war knapp. Nurse Nadia's here. Okay. Tja. Ja, die muss ich angreifen. Also warte mal, wer pennt da? Sie pennt.
musst einen Heiltrank nehmen, es tut mir leid. There. Ah, bist noch vor dem... vor der Shell dran. Get locked. I misjudged you. Sie ist K.O. Muss ich ihn jetzt wiederbeleben? Nee, ne? Ich war sicher, es war ein Rush. War trotzdem noch zu wenig, war dumm. Ja. War jetzt nicht so eine Glanzleistung von mir. Oh, er wäre eigentlich tot gewesen, wurde gerettet von Nadja, das ist ja krass. Ja, jetzt hat die maskierte Figur natürlich keine Erfahrungspunkte bekommen. Stimmt, das war der Nachteil, wenn jemand K.O. war. Wollte halt diesen Heiltrank sparen, ne? Versteht ihr? Ein Brave Seed bekommen. Ja. Did it run off? Ist es abgehauen? Yes, so. Sieht so aus. Thanks. What you said was dead on. Danke, was du uns gesagt hast, traf ins Schwarze. No thanks necessary. However. Kein Dank notwendig, allerdings. I will be taking this. Den nehme ich dann mal mit. So you helped us out to nab the case. Also hast du uns geholfen, um den Koffer zu klauen. Naja, erstmal hat er uns überhaupt auch diesen diese Combat Shell auf den Hals gehetzt. Die kam ja nicht aus dem Nichts. Das war doch auch sein Werk, oder? Correct. Correct. I appreciate that your valiant efforts against your pursuers saved me a great deal of time. Ich weiß es zu schätzen, dass eure tapfere Anstrengungen gegen eure Verfolger mir eine Menge Zeit gespart haben. We're gonna need that back. And if you won't give it back, we'll take it back. Wir holen uns das wieder zurück. Und wenn du es nicht freiwillig rausgibst, dann holen wir es uns mit Gewalt. By all means. Ja, auf jeden Fall. Hold up, S. Halte ein, S. This might be a stupid question, but bear with me. Das mag eine dumme Frage sein, aber... Could you tell us your name? Könntest du uns deinen Namen verraten? Hier wieder dieser unschuldige Blick. I go by she.
I am the leader of the Reborn Imperial Liberation Front. Das ist eine Zauberkraft von Nein, der wohl die wenigsten Leute widerstehen können. Man kennt mich unter dem Namen Si. Ich bin der Anführer der wiedergeborenen kaiserlichen Befreiungsfront. Also WKBF. Oder auf Englisch RILF. Is this a bit? Keine Ahnung, was Finn mir damit mitteilen möchte. This is either a crazy coincidence or fate just really likes messing with us. Das ist entweder ein total verrückter Zufall oder das Schicksal möchte uns einen Streich spielen. Have I said something unusual? Habe ich etwas Ungewöhnliches gesagt? So, when we were given that case. Oh, dem wurde gesagt, ihr müsst den Koffer C bringen. Stimmt, ne? Die wussten überhaupt nicht, wo sie ihn finden sollen. Jetzt ist er da, klaut den Koffer. Alle sind glücklich. Also, als uns der Koffer mitgegeben wurde. We were told to deliver it to a person who introduces themselves as C. Wurde uns mitgeteilt, ihn einer Person auszuliefern, die sich selbst als C vorstellen wird. I'd like for you to elaborate on the details of this request of yours. Danke, dass ihr mich über die Details eures Auftrags informiert habt. Can't. That's long and short of it. Ach so, nein. Also, die richtige Übersetzung wäre gewesen. Ich würde mich darüber freuen, wenn ihr mir die Details eures Auftrags nennen würdet. Und Nadja sagt, nein, das ist die kurze und auch gleichzeitig lange Antwort. Ever since last month, we've been trying to figure out just who C could be. And we've hit dead end after dead end. Seit letzten Monat haben wir die ganze Zeit versucht herauszufinden, wer dieser C wohl sein kann. Und wir haben dabei eine Sackgasse nach der anderen beschritten. Did you just say last month? Hast du letzten Monat gesagt? Ist das wieder so ein Ding? Wir hatten in der Folge gestern doch das Video. Oder war das vorletzte Folge? Weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall musste ja das Video von C aufgezeichnet worden sein, bevor der Angriff auf Crossbill erfolgte. Und so überrascht, wie C jetzt gerade ist, gab es letzten Monat überhaupt schon die Imperial Liberation Front? Die Reborn Imperial Liberation Front? Ja. You are certain of this? Seid ihr sicher, dass es letzten Monat war? Hando P. 100%. You doing okay? Those mushrooms you eat on the way here start to kick in or something? Übrigens, warum er jetzt so lacht, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er irgendwie vielleicht beschlossen hat, jetzt vor ein paar Tagen oder einer Woche oder sowas diese Imperial Liberation Front wieder ins Leben zu rufen. Und jetzt wird ihm möglicherweise bewusst, dass es gar nicht seine eigene Entscheidung war. Dass er da auch nur in irgendwelchen Schemen drin steckte, dass Leute ihn überzeugt, überredet haben, was auch immer. Egal, geht's dir gut? Hast du irgendwelche komischen Pilze gegessen auf dem Weg hierher? Oh, I'm quite well. I simply did not expect this affair to take such an amusing turn. Oh, ich fühle mich ganz prima. Ich hatte nur nicht erwartet, dass diese Affäre so eine amüsante Wendung nimmt. Never did I expect to have this much fun. Und ich hätte auch nicht damit gerechnet, so viel Spaß zu haben. Okay, auf jeden Fall ein angenehmerer Sea als in Trails of Cold Steel 1.
Well, if you're good, then is it okay with you if we open the case? Ja, wenn es dir gut geht, sollen wir dann den Koffer aufmachen? Our work isn't considered complete until we've verified its contents have been safely received. Unsere Arbeit gilt erst dann als abgeschlossen, wenn wir sichergestellt haben, dass der Inhalt sicher übergeben wurde. Don't worry. That one's not rigged with a bomb. Mach dir keine Sorgen. Dieser Koffer ist nicht mit einer Bombe versehen. I think. Glaube ich. You think? Then again, not like we've seen what's inside for ourselves. Du denkst das? Naja, wir haben selbst ja noch nicht gesehen, was drin ist. But now we can. I've been dying to open it. Ja, aber jetzt können wir ihn aufmachen. Ich sterbe schon von Neugier. Wanna give us a hint to make it fun? Möchtest du uns einen Hinweis geben, damit es lustiger ist? I haven't the faintest idea what's inside. Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was drin sein könnte. Ja, Leute, ihr habt noch die Chance. Was ist im Koffer? Ist es eine neue Superwaffe? Sind es irgendwelche Forschungsergebnisse? Oder ist es der Zonk? You went through all the trouble of stealing it when you don't even know what it is? Du hast dir die ganze Mühe gemacht, den Koffer zu stehlen und weißt noch nicht mal, was drin ist. Das bedeutet ja, dass sie nicht von selbst den Wunsch entwickelt hat, diesen Koffer zu stehlen, sondern das ist, entweder hat er den Auftrag bekommen oder jemand oder einen guten Tipp bekommen. Hier, da und da ist der Koffer, der wird dir noch nützlich sein. Ja, sowas in der Richtung. Someone's a wild card. Oh Gott, Wildcard. Da ist aber jemand eine Wildcard, also ein Joker. Und Wildcard war eine spezielle Craft von Crow. Ist das ein Hinweis oder ist das ein roter Hering, der uns in die falsche Richtung führen will? Ich bin gespannt. True. I don't know its precise contents. Es stimmt, dass ich den wahren Inhalt, also den genauen Inhalt, nicht kenne. Whatever they may be, however, they can certainly unrest that plagues Crossbell and Erebonia. Was auch immer drin sein mag, kann sich um die Unruhen kümmern, die Crossbell und Erebonia quälen. And I firmly believe they will lead me to the root of its cause. Und ich bin voller Vertrauen, dass mich der Inhalt des Koffers zur Quelle der Ursache führen wird. Well, go on then. Open it. Nun, mach den doch mal auf. Das wird ihn zur Quelle führen. Ist vielleicht ein Artefakt da drin? Will what lies within deliver us hope? Or will it deliver yet more misfortune? Wird das, was da drin liegt, uns Hoffnung liefern, oder es ist ein künstlicher Mensch? Ein Homunculus, oder? Muss mal gucken, darf ich? Nee, ich darf nicht. Das, ey. Ich sehe gerade hier eins der Atelierspieler. Was war sogar Atelier Rorona? Mit diesen künstlichen Wesen, die man da erschaffen konnte. So ähnlich sieht sie aus. Oh, zwei verschiedenfarbige Augen. Das unterstützt natürlich Sees Bedenken. Wird es uns wirklich helfen oder wird es uns noch mehr Probleme bereiten? Wer seid ihr denn?
Das war dann schon die dritte Begegnung heute Abend. Und jetzt haben wir den Vorspann. Dieses künstliche Wesen scheint wirklich die Hauptfigur des Spiels zu sein, wenn sie schon so im Titel vorkommt. Also im Schriftzug des Titels war sie ja drin. Ja, dann haben wir gesehen, wie sie gegen Rufus gekämpft hat. Dann war da einmal so eine Gestalt mit goldenem Helm. Da musste ich sofort an Cedric denken. Ich weiß aber nicht, ob das so ist oder wer das sein könnte und so. Ja, schon viele Informationen, man müsste sich den Vorspann mehrfach angucken, aber gerade das will ich ja nicht. Ich will mich jetzt nicht durch den Vorspann zu sehr spoilen lassen. Krass, auf jeden Fall. Die dritte Route hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, dann machen wir jetzt hier auch mal Schluss, sofern ich jetzt hier absafen kann. Müssen wir das erstmal sacken lassen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich weiß nicht, ob ich denn den Akt frei wählen kann oder so, oder ich weiß auch noch nicht, welchen ich nehme. Mal schauen, wenn ich frei wählen kann. Ja. Aber, achso, ich muss noch mal eben sagen, dadurch, dass sie jetzt den Koffer, dem der Koffer übergeben wurde und die beiden Überbringer möglicherweise Bracer sind aus Calvert oder so, wird sie denn ja eigentlich nicht unser Feind sein und dennoch ist er der Entführer vom Prinzen und Rian muss da irgendwie hin. Wobei, unser Feind ist eben auch noch die Frage. Es kann ja durchaus sein, dass die Imperial Liberation Front was gegen Leute aus Erebonia hat. Und da gehört möglicherweise auch Rian dazu. Und würde aber auf der Seite von Lloyd stehen. Weiß man nicht, ob das so alles... Na, ist egal. Nicht spekulieren. Wir sehen uns nächste Folge. Bis dann. Tschüss.